Ey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Days Gone. Yes, yes, ja. Es geht so wieder irgendwas von uns. Da geht gleich die Laune wieder ein bisschen runter. Ja, komm, gehen wir erstmal zu Schizo. Hab überlegt, ob wir jetzt erstmal das Camp machen. Aber das passt schon so. Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm hier rein. Schizo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeig ich's dir. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es Nein, genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da Hast war, Hast du die war Medizin für deinen Nein. Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Du Scheiße. Okay? Wir sehen uns da. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir wissen alle, dass die Ripper uns finden werden. Ich war in meiner Klasse als. Du weißt schon. Wo ist mein Motorrad? Okay, aber ey, wir lassen uns drauf ein, was soll's, ha? Schizo wird schon keine Scheiße bauen. Ich könnte mir bei dem fast vorstellen, dass der einfach mit den Rippern Krieg anfangen will und dann sagen will, guck mal, hier, Deacon ist schuld. Die Drifter sind schuld. Schizo. Ja, ich werde da sein. Eddie, hörst du mich? Ja, Dick, was gibt's? Ich habe Usa den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Dick, hier spricht Lost Lake. Hörst du mich? Hey, Ricky. Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp wieder Strom. Auch in meiner Hütte. Großartig. Hey, ich, hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann kann ich endlich wieder heiß duschen. Großartig. Großartig. Hey, wo steckst du? Hör zu, Schizo und ich, wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen sprengen. Ja,
Aber wo? Wenn ihr Sprengschnur braucht, kriegt ihr die nur... Ah, Ricky, hey. Da ist eine Störung. Ich höre dich nicht. Wir reden... Ein andermal, Ricky. Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß? Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Hey, die bemerken uns gar nicht. Also, Iron Mike hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Der hat mal Carlos ausgehandelt, dass er uns ausliefert. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Scheiße. Hörst du das? Ja, Wölfe. Glaubst du, sie sind infiziert? Ja. Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern, Höhlenforschern. Was weiß ich. Komm, hier drüben. Hilf mir hoch. Das gefällt mir nicht, Freunde. Bist du bereit? Ja. Los! Alles klar. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja, erzähl mir mal was Neues. Fucking Busters. Vorsicht! Ich hab sie! Das war der Letzte. Schizo? Schizo, wo zur Hölle bist du? Moment, ich hab's schon. Wir nehmen natürlich das Fleisch mit, Alter. Ganz ehrlich? Ich will den Tag nicht vorm Abend loben. Alles klar. Aber wir können froh sein, dass das keine infizierten Wölfe waren. Ihr habt ja gesehen, wie viel wir da reinballern können. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Er war als gesperrt markiert. Oh fuck. Siehst du das? Ja, Ripper Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit. Ich will's sehen. Was? Bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay.
Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Halt, warte mal. Sie schneiden sich selbst. Ich kenne, wen der ihr Ritual mitgemacht hat oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen, auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Okay. Ich trau's so nicht. Gott. Runter, runter! Shit. Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Ich schwöre euch, der hat mit denen ausgemacht, dass er uns ausliefert. Dass wir hier richtig sind? Ja, wieso? Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit, hier entlang. Fuck, Skizzo, was hast du vor, Alter? Nehme ich noch auf? Was ist das denn, verdammt? Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Okay, mein Aufnahmeprogramm scheint komplett stehen geblieben zu sein. Das ist das erste Mal, das habe ich noch nie erlebt. Ich sehe nicht, ob ich noch aufnehme. Ich laber einfach mal weiter. Was zum Teufel? Spüre jetzt den Schmerz! Yeah. Scheiße! Gott, verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde! Oh, verdammt! Ist da wer? Helft mir bitte! Komm schon! Bitte! Nein, wir müssen weg! Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey! Skizzo, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind! Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie! Ich hab sie! Wir sind am Arsch. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Shit. Tu's einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Shh. Es ist alles okay. Alles ist okay. Alles okay.
Wir gehen hier lang zurück. Shit, fuck. Shit. Alles okay? Nein. Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Was für eine fucked up Mission, Alter. Okay, was ist jetzt wieder? Oh shit. Runter. Und was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Los, weg hier. Weg hier. Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Psst. Komm, es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Wohl kaum. Okay. Warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Vielleicht keine gute Idee. Vielleicht sollte ich das offen lassen. Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Ja. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Deke, du hast was gut. Ernsthaft. Ach, lass gut sein. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Shit! Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Du kriegst durch, ich halte... Nein. Du gehst, ich hab's. Los! Los! Halt es jetzt für mich! Oh, Scheiße. Verdammt! Ja, klemmt. Zieh! Das ist... Klemmt. Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Oh, fuck. Dick! Oh, Scheiße. Sehr
was hiervon? Hast du genug? Ha? Gefällt dir das? Wie wär's damit? Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache, oder nicht gut ist. Ich bin so schlecht. Aber ich lasse andere gut aussehen. Ey, du kleines, hässliches Drecks-Scheißvieh. Scheiße. Fucking hell, Freunde. Wird mir nicht gefallen, was da auf der anderen Seite lauert. Ist das fucking Spider-Man oder was? Was zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Alles klar. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Okay. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, okay. Okay. Bist du bereit? Skizu ist so nutzlos einfach. Okay, hoch! Oh mein Gott! Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Mach die Kiste runter. Hier, Kopf einziehen. Ja, mach halt auf. Skizu, Alter. Das ging gut. Hey, das hier muss es sein. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Skizu, ich wollte mich noch bedanken. Nein, nein, Mann.
Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Carlos? Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich hab gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Oh, shit. Jesse, was soll das? Ich behielt meinen Namen und die Erinnerung. Wie du und Boomsa und Jersey Jim mich festgehalten hat, als Jack mit der Fackel kam. Jesse, das ist lange her. Wir hatten wirklich... Oh ja. Ich weiß noch, ich schrie. Ist okay. Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist, außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Oh, wir ziehen das hier durch. Deacon St. John. Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh, ja! Yeah! Wir machen das doch wohl nicht ohne Boomsa, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr? Wie wahrscheinlich ist das? Wir alle drei. Du, ich, Boomsa, am Leben. Und wir treffen uns hier am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Boomsa gemacht? Oh, er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Oh, shit. Die Kleine. Du bist es. Ich sah, wie sie dich herbrachten. Lisa. Nein. So heiße ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Namen mehr. Niemand hier. Alle... die mir je wichtig waren, sind tot. Lisa, hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks. Nein. Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben.
wen sie verloren haben. Das wird unangenehm, Freunde. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Days Gone. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. What the fuck, Alter. Müssen wir uns jetzt auch den Arm abhacken? Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.